Kirschbühnen live in Deutschland. Das ist klasse, da müssen wir alle hin. Und was passiert? Ich verliere mein Ticket. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo liebe Film- und Musikfreunde, hallo liebe KISS-Fans und herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Themen Musik und Film interessieren, gerne ein Abo dalassen. Ihr wisst, es gibt da immer viel zu entdecken bei uns. Ja, viele von euch werden wohl diesen Film kennen, Detroit Rock City. Hier geht es um diese vier Jugendlichen, die gerne zu einem KISS-Konzert wollen, aber leider kommen die Karten abhanden. Das ist natürlich sehr tragisch, aber sorgt für einige Abenteuer und Verwicklungen. Aber dass so etwas wirklich passieren kann und dass es ausgerechnet mir passiert, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet. Vor einigen Tagen waren ja KISS bei uns in München und haben ein tolles Konzert gegeben. Und das war natürlich Grund genug für das ganze Music and Cinema Team gemeinsam hinzufahren. Also wir machen uns auf den Weg, zu sechst in einem Auto und los geht's Richtung München. Wunderbarer Tag, tolle Stimmung, alles klar. Was gibt es Schöneres, als an einem warmen Samstagnachmittag durch die bayerische Landeshauptstadt zu spazieren? Und vor uns das KISS-Konzert. Wir hatten circa 2 Kilometer zu gehen und nach 1,5 Kilometer sagt einer aus der Gruppe: Wie sieht's aus? Habt ihr alle eure Karten? Klar, jeder hat seine Karte, kein Problem. Und ich greife meine Gesäßtasche, weil da soll ja meine Karte sein. Und was ist los? Sie ist nicht da. Nicht zu glauben. Was ist passiert? Habe ich sie verloren? Habe ich sie irgendwie woanders hingesteckt? Ich habe alle meine Taschen durchsucht. Nichts. Die Karte ist weg. Das kann doch echt nicht wahr sein. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist? 500 Meter vor dem Veranstaltungsort, das KISS-Konzert, tausende von Fans und du hast kein Ticket. Furchtbar. Was soll man machen? Soll ich in den Asphalt beißen? Soll ich meinen Kopf gegen die Wand hauen? Soll ich einfach laut losschreien? Ja, ich habe mich überlegt, ich gehe einfach zurück und schaue, vielleicht finde ich die Karte irgendwo. Vielleicht habe ich sie auf dem Weg verloren. Nun ja, ich bin halt 1,5 Kilometer zurückmarschiert. Und es gibt viele nette Leute, die ich auf dem Weg getroffen habe. Da ist der Flaschensammler, der alles aufglaubt, was irgendwie Gold bringen kann. Dann war die nette Frau von McDonald's, die gerade zusammengekehrt hat. Vielleicht war ja auch mein Ticket dabei, ich weiß es nicht. Es waren nette Leute dabei, die haben Flohmärkte veranstaltet am Straßenrand. Vielleicht konnten die das Ticket irgendwie brauchen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Karte war nicht zu finden. Also, was sollen wir machen? 5 Leute haben eine Karte, ich habe keine. Also was soll's, wir gehen Richtung Königsplatz und schauen, was wir machen können. Vielleicht hat ja noch jemand ein Ticket zu verkaufen. Vor dem Königsplatz angekommen, tausende von Leuten in langen Reihen aufgereiht, warten auf Einlass. Jeder hat natürlich sein Ticket, ist ja ganz klar. Und es steht keiner rum, der sagt, Tickets zu verkaufen, Tickets zu verkaufen. Wenn man solche Leute braucht, sind sie halt einfach nicht da. Was sollen wir machen? Wie verzweifelt bin ich durch die Leute gerannt, nichts zu finden, keine Tickets übrig. Und plötzlich sagt einer aus der Gruppe, schau mal, da ist der Michael, den kennen wir doch. Gut, der Michael war eigentlich der Christian, aber nichtsdestotrotz habe ich mich gefreut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Und der Christian ist ja ein Konzertprofi. Also nichts wie hin, hallo, schön, dass wir uns sehen, bla bla bla, wir haben ein Problem. Wir haben das Ticket verloren. Hast du eine Idee, was wir machen können? Habt ihr vielleicht ein übriges Ticket? Nein, nein, übriges Ticket haben wir natürlich nicht, aber es gibt eine Möglichkeit. Da vorne direkt an der Absperrung ist so ein kleiner Bauwagen und in dem kleinen Bauwagen ist ein kleines Büro. Und in diesem Büro werden noch Tickets verkauft. Boah, toller Tipp. Danke Christian, super. Also nichts wie hin zu dem Bauwagen und nachgefragt. Und tatsächlich gab es hier nicht nur Tickets zu verkaufen, sondern es war auch Ansprechpartner für die Gästeliste oder wenn man in einem Preisausschreiben gewonnen hat. Auf jeden Fall waren hier sehr nette Leute zu finden. Also wir haben unser Problem geschildert, toll, wir haben alle Tickets gekauft, aber ich habe mein Ticket auf dem Weg verloren. Was können wir tun? Ich würde natürlich auch gern rein, ist ja ganz klar. Und tatsächlich war so eine nette Dame da, die hat gesagt, sie würde uns helfen. Habt ihr euer Ticket bei XY gekauft? Oh nein, haben wir natürlich leider nicht. Oh je, sagt sie. Da kann ich euch auch nicht helfen. Aber es gibt noch einen Kollegen. Und wie auf ein Stichwort kommt der zur Türe rein und dann haben wir unsere ganze Misere geschildert.
Und der hatte anscheinend Mitleid mit uns und sagt, okay, kein Problem, das kriegen wir. Gebt mir eure anderen Tickets und dann scannen wir die ein. Die Tickets haben ja alle so einen Barcode oben. Wir haben 4 Tickets im Block gekauft und 3 davon hatten wir noch. Die 3 Tickets hat er eingescannt und dann sagt er, oh, ich sehe ganz genau, 3 Tickets sind da, das 4. fehlt. Naja, dann werden wir das 4. jetzt einfach mal sperren, damit keiner da rein kann. Und dann kommt einfach mit. Wir treffen uns am Notausgang direkt hinter dem Bauwagen. Ja, und das haben wir natürlich gemacht. Wir sind zum Notausgang gegangen und haben dem Security am Notausgang gesagt, dass gleich ein netter Mann kommen wird und er würde ihm alles erklären. Und schon war er da. Er erklärte dem Security, er soll es doch bitte reinlassen, kurz die Taschen durchsuchen und dann ist es schon in Ordnung. Ich konnte es echt nicht glauben. Ich bin wirklich ohne Ticket ins KISS-Konzert gekommen. Und das war natürlich noch nicht alles. Nachdem tausende von Leuten noch vor dem Konzert anstanden, waren wir schon drinnen. Und dann sind wir natürlich vorgegangen, bis zur Absperrung, ist ja ganz klar. Ich wusste ja, es gibt auch Front-of-Stage-Tickets, die hatten wir aber nicht. Das heißt, wir konnten uns normal im normalen Innenraum nur bewegen. Aber das macht nichts. Wir gehen auf jeden Fall ganz vor, soweit es geht. Und da denke ich mir, oh, die erste Absperrung ist da, da frage ich einfach mal den Security, ob man vielleicht doch noch etwas weiter gehen darf. Und was sagt er? Ja, ihr seid ja so früh dran, es ist noch Platz vorne. Kommt doch einfach rein. Ich konnte es echt nicht glauben. Wir waren in der zweiten Front auf Stage-Reihe und wir haben einen wunderbaren Blick auf KISS gehabt. Echt Wahnsinn, oder? Was alles passieren kann. Und jetzt möchte ich noch einmal vielen, vielen, vielen Dank sagen von allen, die mir geholfen haben, dass ich KISS jetzt doch erleben durfte. An den Christian, der uns diesen wunderbaren Tipp gegeben hat und an den Veranstaltungsservice, die so nett waren, die wirklich uns geglaubt haben und die uns wirklich reingelassen haben. Ihr habt unser Wochenende gerettet. Danke, danke, danke.